Hallo, ich bin heute hier mit Uwe von Kaffeehaussitzer. Wir haben gemeinsam Madame Bovary von Flaubert gelesen, sind jetzt gerade auf der Leipziger Buchmesse und nutzen die Gelegenheit, gemeinsam über das Buch zu sprechen. Wir haben das letztes Jahr miteinander ausgemacht, dass wir zusammen dieses wunderbare Buch lesen werden, Madame Bovary von Gustave Flaubert. Vielleicht kurz zum Inhalt. Das ist ja ein Klassiker, 1857 erschienen, etwa 160 Jahre alt, neu übersetzt von Elisabeth Edel. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die heiratet, die nicht glücklich wird in ihrer Ehe, die in einem kleinen Ort lebt, die erdrückt wird von der Enge der Provinz, die sich unendlich langweilt, die eine Sehnsucht hat nach einem aufregenden, romantischen Leben. Und dann beginnt alles zu hinterfragen, ihre Ehe zu hinterfragen, ihre Familie zu hinterfragen, ihr Leben zu hinterfragen. Sie verliebt sich, sie schwärmt, es gibt einen Ehebruch, es gibt einen zweiten Ehebruch. Und ein bisschen spoilern müssen wir, glaube ich, wobei die Geschichte vermutlich vielen bekannt sein dürfte, es geht nicht gut aus, also überhaupt nicht. Als Gustave Flaubert das Buch geschrieben hat, war das damals ein Skandal, weil ihm wurde vorgeworfen, er würde den Ehebruch verherrlichen. Er hat aber auch diese ganze bürgerliche Welt damit sehr auf die Schippe genommen, was damals nicht so gut ankam. Wie gesagt, 1857, das waren ein bisschen andere Zeiten. Es ist eigentlich ein bis heute modernes Werk, ein zeitloses Werk, und in dieser Neuübersetzung von Elisabeth Edel ist es auch eine grandiose Sprache, das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen. Sprachlich fand ich das Buch auch sehr ansprechend. Es war fließend zu lesen, gleichzeitig auch sehr poetisch, aber die Sprache bzw. viel eher die Perspektive hat auch dazu geführt, dass eine gewisse Distanz zu den Figuren herrschte. Zumindest war das mein Eindruck. Oder wie ging es dir? Konntest du alles, was in Emma Bovary, der Frau, vorgeht, nachempfinden, nachvollziehen? Hattest du wirklich das Gefühl, im tiefsten Innern Emmas zu stecken? Nein, überhaupt nicht. Das ist aber, glaube ich, auch gewollt gewesen von dem Autor. Es ist eine Perspektive von außen. Er erzählt wie ein Bericht, was in den Menschen vorgeht, was in Emma vorgeht, was aber auch in ihren beiden Liebhabern vorgeht, was in ihrem Ehemann vorgeht. Das ist wie ein distanzierter Beobachter. Aber ja. Mir hat das und eigentlich ohne ganz, Urteil und ohne Meinung. Also ohne Urteil, es ist sehr wertfrei. Ja. Trotzdem, oder genau deswegen denkt man aber manchmal, wie kann sie nur oder wie kann er nur oder wie kann das sein? Ne? Auch wenn man sich nicht in die Person hineinversetzen kann, mich hat das schon trotzdem sehr motiviert weiterzulesen, weil ich wissen wollte, wie geht das jetzt aus. Man folgt der Geschichte und den Charakteren und ihrer Entwicklung ohne Anstrengung, finde ich. Ja. Aber gerade durch diese Erzählperspektive werden auch viele Absurditäten dieser bürgerlichen Welt, die ja da schon fast ein bisschen karikiert, werden sehr deutlich. Also meine Lieblingsszene oder eine der Lieblingsszenen ist, das ist in diesem kleinen Ort eine Landwirtschaftsausstellung, und während der Preisverleihung macht er ein Gutsherr, der Rudolfe, macht er Emma eine Liebeserklärung am Fenster des Hauses, von der aus sie diese Preisverleihung, wo irgendwelche Ochsen und prämiert werden, wo Schafe prämiert werden und Hühner, während dieser Preisverleihung macht er eine Liebeserklärung. Und Flaubert hat so geschrieben, dass die Sätze immer abwechselnd von draußen kommen und abwechselnd den Dialog zwischen den beiden. Und das insgesamt wirkt das vollkommen skurril und sehr, ich fand das sehr witzig. Also er karikatiert aber tatsächlich ganz viele verschiedene Figuren. Ja. Also erstmal der Ehemann, oh Gott, wie hieß er noch gleich? Charles Bovary. Charles Bovary steht auch für einen ganz bestimmten Typus. Ja, so ein selbstzufriedenen Kleinbürger, genau. Der sich gern gemütlich macht. Ohne große Ambitionen, sehr genügsam, aber auch eine treue Seele, eine langweilige treue Seele, der gar nicht merkt, wie unzufrieden seine Frau ist. Vielleicht, weil es ihn auch gar nicht interessiert. Allerdings, er liebt sie trotzdem auf seine Art und er versteht gar nicht, was da passiert. Er bekommt es die ganze Zeit gar nicht mit. Und als er es dann mitbekommt, dass alles zu spät ist, da bricht für ihn eine Welt zusammen. Mhm.
komplett. Also er fällt aus allen Wolken quasi. Ja. Also er tut einem eigentlich schon fast leid, auch wenn man immer denkt, Junge, jetzt guck doch mal. Mach die Augen auf. Man möchte ihn gerne ein bisschen treten, aber es ist so, ne, er ist gut dargestellt, hat mir gut gefallen. Auch der Apotheker, Homer, der Nachbar der beiden, ist eine Karikatur. Und zwar finde ich eine sehr auffällige Karikatur, ja, oder? Auf jeden Fall. Also ein klassischer Bildungsbürger aus der Provinz, der, der auf der einen Seite vollkommen eingebunden ist in diesen kleinen Ort und auf der anderen Seite sich für etwas Besseres hält, weil er eben mehr gelesen hat, mehr weiß und immer auch so ein bisschen mit seinem Wissen hausieren geht und sich so ein bisschen überheblich rüberkommt. Ne? Eigentlich ist er in meinen Augen ein genauso großer Spießer, nur dass er versucht, das alles mit irgendwelchen möchte gern intellektuellen teilweise auch Anmerkungen zu überspielen und sich als etwas Besseres und Höheres darzustellen. Ja. Es ist schon eine kleine Show, finde ich, die er da abzieht, wenn man es mal ein bisschen überspitzt darstellt. Auf jeden Fall, ne? Klar. Das, und genau das sind aber so diese ganzen Details in dem Buch, die auch so diese Enge dieses kleinen Ortes so deutlich werden lassen. Die Enge, unter der Emma Bovary leidet. Als Arztfrau, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Ihr Mann, der Charles Bovary, ist Arzt, ist auch viel unterwegs bei seinen Patienten. Aber was wir vielleicht als entscheidende Frage dieses Buches besprechen wollten, oder ich denke, dass vielleicht entscheiden sich da auch die Geister, weil bisher sind wir eigentlich einer Meinung gewesen, aber was für ein Mensch ist Emma Bovary? Ist sie einem sympathisch? Kann man sich mit ihrem Handeln identifizieren? Kann man sich, kann man sie verstehen? Oder ist sie eine egozentrische Person, die letztendlich ihre ganze Familie ruiniert? Das ist, finde ich, tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich muss sagen, besonders sympathisch ist sie mir nicht. Ich finde sie aber auch nicht besonders unsympathisch. Ich denke, ich kann vieles verstehen, was sie beschäftigt und was sie unglücklich macht. Erstmal, wie bereits angesprochen, die Enge in der Provinz und diese ganzen Spießbürger. Gleichzeitig hat sie eine enorme Vorstellung von Leidenschaft. Sie empfindet eine Sehnsucht für die Liebe, die fast schon unmöglich ist zu realisieren oder zu erleben, zumindest längerfristig, sagen wir es mal so. Sie jagt so einem romantischen Traum hinterher. Den eigentlich gar niemand erfüllen kann. Es ist völlig ausgeschlossen. Und sie steigert sich auch immer weiter rein. Also ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass nichts wirklich genug ist und dass sie sich immer mehr wünscht, auch bei ihren Affären ist es nie besonders gut ausgegangen auch mit den zwei Liebhabern in der Ehe. Davon wollen wir gar nicht reden. Das war für sie von vornherein eigentlich schon sehr unglücklich. Ich denke, dass sie einerseits steckt sie sehr stark in der Realität, denn wenn sie eine absolute Träumerin wäre, wäre sie nicht unglücklich. Also sie nimmt die Realität schon wahr. Gleichzeitig ist sie aber insofern eine Träumerin, dass sie eben ganz besonderen, ganz speziellen Wünschen hinterherrennt, von denen sie eigentlich wissen sollte, dass sie so gar nicht in Erfüllung gehen können. Ja, und sich auch durch diese Flucht in ihre Fantasiewelt auch beginnt sich zu verschulden, weil sie dann auch über ihre Verhältnisse leben möchte und sich schön ausstaffieren möchte. Aber schön ist das dann eben der Ersatz für die unerfüllte Liebe? Das ist eine gute Frage. Interessant finde ich auch, oder was mich am meisten eigentlich, oder was sie mir am meisten doch sehr unsympathisch gemacht hat, war so das Verhältnis zu ihrer Tochter. Sie bekommt ein Kind, die kleine Berthe, sie wird auch immer nur als die kleine Berthe bezeichnet. Dieses Kind sagt eigentlich im ganzen Roman fast gar nichts, eine Handvoll Sätze, wenn überhaupt. Die wird behandelt wie ein Möbelstück. Die ist fast immer bei ihrer Amme, dann nicht mal im gleichen Haus untergebracht. Keiner kümmert sich um sie. Ja. Die Emma sagt auch irgendwann mal, sagt nicht ihr Kind zu ihr, sondern das Kind von Charles. Und sie sieht sich auch gar nicht so als Mutterfigur, weil sie eben in ihrer Traumwelt auch lebt. Und die Liebe, die sie ihrer Tochter geben könnte, die möchte sie gern einem Traumprinzen geben, den es gar nicht gibt. Ja. Also diese völlige Verkennung der Realität, die macht sie mir so ein bisschen unsympathisch, ehrlich gesagt. Also es ist niemand,
Ich habe Mitleid mit ihr ein bisschen, aber letztendlich mir tut vor allem die Tochter leid. Die Tochter. Ne? Weil die hat von, wie gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten, aber sie hat von allen eigentlich das schlimmste Schicksal. Das stimmt. Die drei Männer in Emmas Leben, erst einmal ihr Ehemann, dann der erste Liebhaber und dann der zweite Liebhaber, sind sehr gegensätzliche Vollkommen, Figuren. Vollkommen, ja. Was zeigt das für dich? Oder was sagt das über Emma aus, dass diese drei Charaktere, also gegensätzlicher könnten sie eigentlich kaum noch sein, oder? Ich glaube, das hat auch was mit dieser Entwicklung ihrer Träumerei zu tun. Mhm. Als junges Mädchen lernt sie den Charles kennen, den Arzt, und findet ihn halt imposant, beeindruckend, heiratet ihn dann und merkt dann aber schnell, dass er eben gar nichts Besonderes ist, dass er eigentlich in dieser Enge lebt, und sie fühlt sich ziemlich schnell nicht wohl. Dann beginnt sie für einen, was ist das, ein Referendar, würde man heute sagen, so ein Jurist kurz vor Vollendung der Ausbildung. Für den beginnt sie zu schwärmen, er auch für sie, obwohl sie ein paar Jahre älter ist als er. Aber es bleibt da noch recht. Aber es bleibt nur eine Schwärmerei. Ja, genau. Aber da wird so bei ihr der Wunsch vielleicht auch geweckt, oder beginnt sie die Möglichkeit zu ahnen, dass es auch Liebe außerhalb ihrer Ehe geben könnte, die sie in ihrer Ehe nicht findet. Und kurz danach lernt sie einen Gutsbesitzer, den Rodolphe, kennen, aus der Nähe, der wiederum eigentlich so eine Art Playboy ist, der nichts anbrennen lässt. Er hat auch in Rouen, das ist der nächste Ort, die nächste größere Stadt, hat er auch eine Schauspielerin, die da als Geliebte von ihm in einer Wohnung wohnt, aber der auch ein bisschen überdrüssig geworden ist und findet die Emma ganz apart, ne, und macht ihr eben den Hof. Da kommen sie eben zu dieser skurrilen Liebeserklärungsszene am Fenster. Und dann geht sie auch recht schnell. Und sie ist hin und weg. Ne? Und dann geht es schon ziemlich schnell zur Sache. Ne? Das war es für die damalige Zeit. Das zu schildern sicherlich skandalöser, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber letztendlich lässt er sie halt fallen, ne? Klar, er ist so ein. Aber sie geht ihrerseits auch enorm viele Risiken ein. Sie geht wahnsinnig viele Risiken ein, ne? Und sie bedrängt ihn auch sehr. Sehr, ne? Und ihm wird das halt alles zu viel. Für ihn war es nur eine Spielerei. Und er macht sie aus dem Staub, ne? Und dann ist sie am Boden zerstört, ist eigentlich krank, ne? Ist fix und fertig. Und zur Ablenkung nimmt ihr Mann sie da mal mit ins. Oder sie gehen zusammen ins Theater in Rouen, und da treffen sie wieder diesen Leon, diesen jungen Mann, für den sie geschwärmt hat, und dann, puff, dann geht es gerade wieder von vorne los. Aber und er wiederum ist überhaupt kein starker Charakter, nein, sondern er steht vollkommen unter ihren Wünschen. Was sie will, macht er quasi. Das finde ich sehr interessant. Er ist eigentlich das Gegenteil von diesem Rodolphe, der sie so ein bisschen am ausgestreckten Arm hat verhungern lassen, und der andere, der wäre bereit, sein halbes Leben aufzugeben, nur um ihr zu gefallen. Ja, und ist dabei auch nicht so blind wie ihr Ehemann Charles. Also er versteht genau, was Emma möchte, und wägt aber auch ab, was kann ich ihr geben, was kann ich ihr bieten, und wo ist dann letzten Endes auch die Grenze. Ne? Trotzdem ist auch der Leon ein ganz eigenartiger Mensch, glaube ich. Ne? Also so damit, also auch niemand, mit dem man sich so identifizieren könnte. Also mir ging es zumindest so. Ja, ich glaube, das liegt vielleicht auch an seinem Alter, dass er vielleicht auch noch nicht ganz so entwickelt war wie die anderen. So alt wie ich. Oder zumindest wie die anderen, also nicht so alt wie Rodolphe, nicht so alt wie Charles. Ja. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Aspekt, was Emma an ihm gereizt hat. Dass er auch so, obwohl er Jurist ist, wenn ich das so sagen darf, auch so eine leicht poetische, also er interessiert sich für die Künste. Er hat auch schon so eine leicht künstlerisch-poetische Ader in sich. Ich glaube, es war auch so diese romantisierende Schwärmerei des Bürgertums in dieser Zeit, die damit im Flaubert auch ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ne? Ja. Ebenso diese Suche nach fast einem mittelalterlichen Traumprinz. Ne? Das ist so. Das lebten die Leute, diese Melancholie, die Schwermut, das, was so die Menschen damals so auch ein bisschen als modische Erscheinung ausgelebt haben. Das nimmt er da, finde ich ganz schön, wie er das so ein bisschen auf die Schippe nimmt in dem Buch. Das gefällt mir gut. Noch eine Frage, die mir jetzt eingefallen ist, wo wir über die ganzen Traumprinzen, die es eigentlich in der Realität gar nicht gibt, sprechen. Meinst du, dass Emmas Vergangenheit, die Art, wie sie aufgewachsen ist, ohne Mutter und dann auch in der Schule, wo es sehr religiös auch teilweise zuging, wo sie auch einige Bücher, meine ich, gelesen hat, die also viele Liebesgeschichten
sehr romantische Geschichten. Meinst du, das hat sie vielleicht auch geprägt? Hat ihr vielleicht so eine Frauenfigur im jungen Alter gefehlt? Eventuell? Das kann gut sein. Das beschreibt ja Flaubert ja auch, was sie liest, die Liebesromane so, und die dann immer von dem Buchhändler für sie besorgt werden und wie das aber ihre Traumwelt immer noch weiter verstärkt. Ne? Das beschreibt er ganz gut. Das ist gut möglich. Ne? So die, ne, dass sie quasi mit Hilfe der Literatur, die sie gelesen hat, sich ihre Welt halt aufgebaut hat und möbliert hat. Mhm. Und sich selbst als jemand gesehen hat, der so unerlöst auf den Traumprinzen wartet und eigentlich gar nicht gemerkt hat, was möglich ist und was nicht. Ja. Ich glaube, eine entscheidende Szene, eine wichtige Schlüsselszene ist, wie sie nur relativ frisch verheiratet mit dem, mit dem Charles auf ein Fest in einem Rittergut fährt. Ich glaube, es ist ein Patient von ihm gewesen oder er kannte den über drei Ecken. Jedenfalls waren die da eingeladen in einem großen Rittergut und da hat sie auf einmal eine Welt mit eigenen Augen gesehen, die sie vorher noch nicht kannte. Sie hat den Glanz gesehen, sie hat die gut angezogenen Menschen gesehen, die, die Frauen in ihrem Schmuck, die Herren mit ihren Zigarren, die Billard gespielt haben. Und dann hat, von dem Moment an hat sie gedacht, ja, so möchte ich eigentlich auch leben. Und das war immer so ein Wunsch, den sie sich eigentlich nie hätte erfüllen können. Das war einfach unrealistisch. Das ist, wie wenn ich sagen würde, ich möchte gern Millionär werden. Das ist einfach, es wird nie so sein. Ne? Das ist für mich so eine Schlüsselszene in dem Buch. Mhm. Und von dem Moment an läuft auch alles ein bisschen aus dem Ruder auf. Von dem Moment an beginnt sie ihr Leben als mittelmäßig zu sehen. Von dem an fängt sie an, ihren Mann zu verachten, das Leben, das sie als Familie führen, zu verachten. Und genau in diese Zeit wird dann auch die Tochter hineingeboren, die eigentlich von Anfang an gar keine Chance hatte. Ich würde auch sehr interessieren, wie du das siehst, ob Emma ihr Glück von den äußeren Gegebenheiten und Umständen abhängig macht, sprich, dass sie, falls sie als Frau in der Provinz die Möglichkeit gesehen oder überhaupt in Betracht gezogen hätte, selbst etwas Besonderes zu schaffen, ob sie das dann getan hätte und dementsprechend auch nicht ihr Glück von der Sehnsucht nach der Liebe, sprich nach den, von den Männern abhängig gemacht hätte oder auch von dem ganzen Luxus, von der Verschwendung des Geldes, was sie noch nicht einmal hatte. Viele Möglichkeiten hatten Frauen in der damaligen Zeit nicht, sich auszuleben. Ne? Und auch das, finde ich, kommt da ganz gut in diesem Buch raus, dass sie eigentlich quasi dazu verdammt ist, sich den ganzen Tag zu langweilen, weil ihr Mann nicht da ist, weil er Arzt ist, weil sie es aber auch keinen, wenn die beiden jetzt zum Beispiel einen Laden hätten oder eine Apotheke, dann hätte sie was, wo sie da mithelfen könnte. So. Mhm. Aber sich selber zum Beispiel beruflich zu verwirklichen, war für die damalige Zeit, es war einfach nicht vorgesehen. Ne? Und auch die Hobbys haben sie ja nicht wirklich erfüllt. Also eine Zeit lang hat sie es nochmal mit dem Lesen versucht, dann hat sie das mit wieder aufgegeben mit Handarbeit, mit dem Klavierspielen. Ja. Und das hat sie aber nie weiter verfolgt. Vielleicht war ihr das vielleicht nicht genug. Es wäre gewesen, hätte sie wirklich die Möglichkeit gehabt, überhaupt daran zu denken, einer Arbeit nachzugehen. Ja, sich selbst zu verwirklichen auf eine andere Art und Weise. Das ist eine interessante Frage. Ne? Wie wichtig waren hier diese Schwärmereien für die beiden Männer, für ihre Liebhaber, wie wichtig waren die für ihre Selbstverwirklichung? Richtig. Im Prinzip hat sie sich versucht, in ihnen zu spiegeln und da so die Erfüllung zu finden, die sie in ihrem sonstigen Leben eben nicht finden konnte. Aber viele oder auch Möglichkeiten gar nicht daran hatte gedacht sie. Hat, ja, genau. Weil die Möglichkeiten für die Frauen damals auch gar nicht gegeben waren. Und vielleicht hat sie es dann sogar unbewusst auf die Männer oder auf die äußeren Umstände projiziert und versucht, durch irgendetwas, sei es durch Luxus oder sei es durch dieses große Verlangen und die Sehnsucht nach Liebe, sich selbst zu verwirklichen? Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch so die grundsätzliche Frage, die für mich ein bisschen offen geblieben ist bei dem Buch. Die ist Emma Bovary eine tragische Heldin? Ist sie die Vorgängerin einer emanzipierten Frau, die sich aber nicht emanzipieren konnte, weil es die damalige Gesellschaft einfach kaum möglich gemacht hat, oder ist sie einfach ein Opfer ihrer Fantasie und ihrer Zeit letztendlich? Also und alle Möglichkeiten kann man begründen. Man kann sie alle begründen, da könnten wir jetzt aber vielleicht auch noch 2 Stunden weiter. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich das Schöne an diesem Buch, dass jeder Leser das mit ganz anderen Augen lesen wird, beziehungsweise seinen Schwerpunkt auch auf etwas ganz anderes legen kann. Also es gibt, wie du gesagt hast, einfach sehr viele Möglichkeiten, dieses Buch zu lesen und Emma zu verstehen.
Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nicht zu verstehen. Genau. Aber sie bleibt trotz allem auch die fragwürdigste Figur, ja, oder? Die undurchsichtigste, sagen wir so. Auf jeden Fall. Also sie bleibt unnahbar, finde ich. Unnahbar, also mir ging es zumindest so, ich konnte, vielleicht bin ich auch zu ein rationaler Mensch, aber ich konnte ihre Handlung einfach nicht nachvollziehen. Das war vielleicht sehr schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein Buch, das im Kopf bleiben wird. Also ja. Schon seit langer Zeit habe ich mal wieder Klassiker gelesen und es hat großen Spaß gemacht und das wird nicht der letzte gewesen sein für die nächste Zeit. Wie dann Flaubert oder ein anderes? Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich großer Dostojewski-Fan, da wäre mal wieder was fällig. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Uwe, für die Zeit und für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es hat auch mir großen Spaß gemacht. Uwes Blogbeitrag findet ihr auf jeden Fall unten auch verlinkt in der Infobox. Da werden wir auch auf andere Fragen und andere Themen nochmal eingehen. Genau, weil parallel zu dem Gespräch gibt es bei mir auf Kaffeehaussitzer einen Blogbeitrag genau zu diesem Buch und zu unserem kleinen Leseprojekt. Und ja, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ja. Und freuen uns, von euch zu hören. Ja, macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss.